So, Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge von MXGP Free. Das reimt sich sogar. Nicht wie MXGP 2 und diesmal heute Free, beziehungsweise in der letzten Folge natürlich auch. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir pro Folge ein Rennen fahren. So habt ihr immer was davon. Also, ihr könnt natürlich was dagegen schreiben. Ich werde ein paar Folgen auf jeden Fall aufnehmen. Deswegen nicht zu früh beschweren, weil das werden da schon da ein paar Folgen gedreht sein. Also einmal hier durch die Mitte, bitte. Ah, ich weiß nicht, wo man den Gegner besser einstellt. Keine Ahnung, müssten wir vielleicht mal nach dieser Folge gucken. Oh, 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 guck mal hier, wie wir quer gehen. Ja, hier im Getümmel ist doch viel lustiger, ey. Sollen wir vielleicht mal eine andere Sicht machen oder so? Nee, das ist ein Rückplay. Das wollte ich jetzt nicht. Können wir vielleicht irgendwie die Innenansicht machen? Guck mal hier, wir können auch so fahren heute. Das ist bestimmt auch ganz cool. Wenn wir schon so überlegen, wenn man ins Ziel fahren, dann fahren wir mal in dieser Folge so. Ja, das ist doch viel cooler, ey. Da ist das Erlebnis viel, viel extremer und viel, viel intensiver. So, oh, müssen wir gucken. Oh, da geht die Nase hoch. Da geht die Nase hoch, Leute. So, easy, easy. Easy. Oh mein, der war... Der Tor, oh mein Gott. Was ist denn da los? Wie habe ich die denn abgehängt, Leute? Ich habe keine Ahnung, wie ich die abgehängt habe. Ah, das ist ja easy. Guck mal hier, wir fahren alles in Grund und Boden. Zwar sind wir noch nicht Erster. Oh, da kommen wir ein bisschen weit weg. Ah, das war aber noch im Rahmen. Vielleicht sollten wir einfach nur mal ein bisschen chillig hinter denen herfahren. Und dann in der letzten Kurve sollten wir die überholen. Nee, das wäre ein bisschen... Das wäre zu krass, glaube ich. Nee, das würden wir auch nicht schaffen. Also so, wenn wir schon... Oh, tut mir leid, mein Guter. Jeffrey Herlings, es tut mir leid. Du standst einfach im Weg. Zur falschen Zeit am falschen Ort, würde ich sagen. Und wir fahren erstmal voll dagegen. Oh, gecrashed, aber mega gecrashed, Leute. Oh, jetzt haben wir aber viel Zeit verloren. Und auch viel Schwung für die nächste Runde gleich. Wir sind aber immer noch in der ersten, ne? Hier ist nämlich das Finish. Und wenn wir jetzt hier rüberjumpen, dann ist die zweite Runde. Die machen hier schon Feuer, ey. Mann, 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 nimm mal das Feuerwerk da. Noch ist es doch noch gar nicht so weit. So, hier rein. Ja, hängen wir doch nicht direkt an der Nase, ey. Beziehungsweise er ist mit seiner Nase bei uns im Heck. So rum. Guck mal hier, wie viele Rillen hier sind, ey. Leco mio, da kommt man schon direkt schneller durch, ey. Merkt man echt. Guck mal hier, wenn ich einfach hier in der Mitte fahre und... Das ist wie auf Schienen, ne? Du fährst genau durch die Rille durch. Und dann kommst du viel schneller durch die Kurven. Das ist cool, ey. Guck mal, wir sind schon wieder Zweiter. Selbst die Sicht macht uns nichts aus. Vielleicht sollte man die Sicht einfach in jedem Rennen benutzen. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, ob die First-Person-Sicht, also im Vergleich zu der Third-Person, wo man das Motorrad noch sieht, die ist natürlich viel intensiver und spiegelt das Erlebnis natürlich noch krasser wieder. Oh, der ist direkt hinter mir. Opsa, 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 opsa. Ja, ja. Er wollte ihn durch, habe ich ihn aber nicht gelassen. Oh ja. Ich glaube, wenn wir uns jetzt mal richtig reinfahren hier, dann schaffen wir das locker. Und werden alles im Grund und Boden fahren. Ups. Oh, da bin ich ein bisschen zu weit weg. Das war nicht die Ideallinie, Leute. Hier ist nämlich die Ideallinie. Ja, genau so. Genau so. Da haben wir schon ein bisschen abgehangen. Ich muss sagen, Motorradspiele sind ein bisschen anders. Sie sind einfach von der Lenkung her träger. Wenn man lenkt, man muss schon quasi vorher einlenken und dann erst lenkt das Motorrad. Das ist halt ein ganz anderes Spielen. Ich meine, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr es schon mal gespielt habt. Es ist echt komisch, weil du lenkst schon ein und dann legt er sich halt noch erstmal in die Kurve rein. Also es ist ein ganz anders als mit dem Auto, wenn man lenkt und dann will man auch wirklich in die Kurve. Und hier lenkt man und dann legt er erstmal den Körper rein und dann sagt, okay, hier muss ich in die Kurve. Das Motorrad sagt, okay, oh. Wie jetzt zum Beispiel, da haben wir dem Motorrad zu spät gesagt, wir wollen in die Kurve. Und das hat gesagt, nee, 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 wir fahren jetzt geradeaus. Und deswegen passiert sowas. Aber wir müssen jetzt hier am Ball bleiben, ne? Ich will den Sieg jetzt nicht verschenken durch so blöde Aktionen. Das wäre ein bisschen blöd. Das wäre richtig blöd, Leute. Hier fahren wir in. Auf der Spur, genau. Nice, nice, nice. Bei dem Dreckswetter, wie schon in der letzten Folge angekündigt, ist echt ekelhaft zu fahren. Ich fahre ja eher bei eitel Sonnenschein. Aber man kann sich das natürlich als Profi hier, als Motocross-Profi, nicht wirklich aussuchen. Das funktioniert natürlich nicht. So. Oh Mann, ey, guck mal hier. Guck mal hier.
Oh ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Die Kurve ist immer noch fies. Wie schon in der letzten Folge auch angekündigt. Sehr, sehr, sehr fiese Kurve. Wenn man da nicht aufpasst, dann liegt man auf einmal geradeaus. Ja, ja, genau da im Graben wird man liegen. So. Noch ein paar Kurven, Leute. Nicht mal 30 Sekunden haben wir es geschafft. Dann ist es schon soweit. So. Easy, easy, sehr easy. Kein Gegner weit und breit. Wir haben die wieder abgehangen, wie in der letzten Runde schon. Also in der letzten Folge. Da sind wir auch gefahren wie so ein Irrer. Und gar nichts kam hinter uns her. Und wir haben nicht mal die First Person, sondern die Third Person sich gefahren. Und waren trotzdem echt verdammt gut. Wow, wow, wow. Das war echt ein bisschen heftig. Aber das ist die letzte Kurve hier. Machen wir noch ein Wheelie? Ah, ja, so ein halber Wheelie. Aber immerhin sieht es geil aus, wie der hier so hochspringt. Sehr nice. Sehr hoch, Leute. Bam. So. Eieieiei. So, ich guck mal gerade. Das ist uninteressant. Wir haben unsere 50 Punkte wieder gesammelt. Das heißt, hier haben wir schön ein paar Sachen freigeschaltet. Beziehungsweise wir sind. Oh, wir haben die Sachen ein paar Level hochgemacht. Regenfähigkeit. Wow, nice. Haben wir noch. Komm, 44? Schade, haben keine 44 bei der Regenfähigkeit. Die Debütsaison ist vorbei. Mach dich bereit. Nächstes Jahr werden wir ernsthafte Action zu sehen bekommen. Okay. An deinem Team sind viele Sponsoren interessiert. Möchtest du dir ihre Angebote ansehen, mit dem aktuellen Sponsor weitermachen oder dich nach einem neuen Team umschauen? Wir bleiben unserem Team treu, weil... Leute, das muss sein. Wir sind jetzt hier echt so gut gefahren. Deswegen werden wir einfach beim aktuellen Team bleiben. Können wir noch ein paar Sachen anpassen eventuell? Biker, haben wir vielleicht ein paar neue Sachen freigeschaltet? Gucken wir mal. So, Moment mal, was ist das denn? Outfit 2? Ja, ach so ein, warte, so eine Halskrause haben wir dann. Alpine Stars, das ist so eine gute und geile Marke. Die nehme ich mal. Geil, mit Rot sogar. Oh, nice. Credits, wie viele Credits haben wir? 6000, kaufen wir, Leute. Rot. So, Stiefel. Gucken wir auch mal von Alpine Stars. Ich habe selber Alpine Stars Stiefel. Ich finde Alpine Stars sehr geil. Ich weiß nicht. Ihr könnt natürlich eure Marke mal gerne erwähnen und in die Kommentare... Moment mal. Die habe ich mir doch gekauft. Hä? Ne, die hier. Warum sind die denn rot? So. Ah, jetzt. Jetzt hat's geklappt. So, Anzug. Gucken wir natürlich auch Alpine Stars, Leute. Der andere Mist interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. So, was haben wir denn da Schönes? Guck mal hier. Oh, das ist natürlich sehr auffällig, ne? Ah, ist cool. Aber sollen wir nicht unseren Farben treu bleiben? Schwarz und weiß? Guck mal hier, der sieht mal richtig fett aus. Das hier gefällt mir, Leute. 2000 Credits können wir uns aber noch leisten. So, Schutzbrille. Da gibt es keine Alpine Stars Schutzbrillen. Gucken wir mal bei X. Eine schwarze, die sieht doch cool aus. Hier, die hier, ganz normal. Kostet die 400, nehmen wir. So, jetzt Helm, das Allerwichtigste, Leute. Gibt es, glaube ich, keinen von Alpine Stars. Ich habe einen Helm von... Oh, ist die Marke hier überhaupt dabei? Wenn ich sie lese, dann weiß ich sie auf jeden Fall. Aber sie scheint nicht dabei zu sein hier. Oder? Ne? Schuhe, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Versuchen wir mal so einen rötlichen Helm zu suchen, damit das schön zum Outfit passt. Haben wir nix. Gucken wir mal ganz links. 6D. Keine Ahnung, was das für eine Marke. Oh, ja. Ja. Das sind meine Farben, Leute. Kaufen wir. Sehr geil. Sieht der nicht geil aus? Hammer Typ, oder? Also, ich finde schon. Richtig nicer Fahrer, ey. Geil. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Outfit genommen hättet. Wir machen hier erstmal einen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge vom MSGP Free wieder. Danke fürs Zuschauen, Freunde.